Hey Leute, ja, ihr seht bestimmt schon im Hintergrund, höhere Qualität, um genau zu sein, ist jetzt alles hier auf maximal. Und das liegt wohl am neuen Computer. Ja, natürlich ist die Grafikkarte bei DSO keinster Weise ausgelastet. Prozessor, alles liegt bei 10% Auslastung. Das ist wirklich wunderschön witzig, kann ich mal sagen. Und ja, in diesem Video hier zeige ich euch im Endeffekt einmal den Weg, wie ich das ja so alles gemacht habe, wie ich dann auch fertig werde. Ja, als erstes mal, wie ich jetzt farme, einmal mit Sargo und Schild, einem Kehnteil, ja, und Hexenset halt, also auf viel Damage gegangen. Und damit hole ich jetzt zum Beispiel mal ein paar Fluchperlen. Und da geht man. Ja, es tut mir leid, ich hatte viel um die Ohren, dass ich jetzt keine Videos gemacht habe seit langem. Das ist natürlich jetzt für Anfänger jetzt auch nicht hilfreich, wenn jetzt die Videos kommen, wo Dragan Event fast vorbei ist. Ja, noch mit Laufspeed-Schuhen und Laufspeed-Pads, obwohl die jetzt nicht so krass toll sind. Ich mache mal die Minimap mit auf. Geht man im Endeffekt hier drüben lang. So. Also auf jeden Fall geht man hier lang und kann dann daraus seine Route sich bilden, weil man genau weiß, wo die anderen dann zu 100% stehen. Wie ihr seht, trage ich gerade auch den Tausendermantel. Das liegt einfach daran, wegen Crit noch ein bisschen mehr, um den aufzuwerten. Normalerweise natürlich mit Tragan-Mantel. Ich könnte jetzt ja auch Tragan-Mantel reinmachen. Dann hätte ich halt noch ein little bit mehr Laufspeed. Wo ist denn das gute Stück? Hier. Ja, das ist dann schon noch ein bisschen schneller. Aber Tausender-Mantel sieht auch nicht gerade unbedingt schlecht aus. Ja, und das ist jetzt im Endeffekt die Route hier, wo alle in ihrer Basis sind. Und deshalb, ja, ich weiß gar nicht, wie man die genannt hat. Ich habe mit ein paar Kumpels auch gefarmt, da haben wir uns dann auf gleiche Namen geeinigt. Das war, glaube ich, die rote Map. Ist aber auch wenig egal, ja, weil da gab es einfach Leute, die haben sich die Karte ja groß gemacht und haben dann halt die Punkte reingesetzt, wo die Bosse sind. Wobei man sich das mit der Zeit auch eigentlich einprägt. Manche gehen da aber halt trotzdem systemlos vor. Und von daher ist es dann ziemlich schlecht. Ja, ich würde mal sagen, also DSO habe ich keine Lags erlebt bis jetzt. Hoffen mal, das geht so weiter, ne? Auch aufnahmemäßig, das ist alles kein Problem. Ich kann hier tausend Sachen nebenbei machen. Ich werde ihr dann in dem extra Video noch meinen PC vorstellen und was ich so drin habe und was ich so an Hardware außen habe, also Tastatur, Maus mäßig. Werde ich euch alles noch extra vorstellen. Da müsst ihr aber noch ein bisschen warten, weil ja die folgenden Tage noch ein bisschen stressig sind. Also ich denke mal, so ab Donnerstag dürfte dann mal was kommen. Muss auch erstmal gucken, ja, PC einrichten ist halt auch nicht so krass schnell gemacht. Ja, da kommt dann auf jeden Fall noch neues Intro und halt neue Let's Plays. Ja, was genau wird dann alles noch so erzählt werden? Ja, also ihr könnt euch schon mal freuen. Die Zukunft sieht sehr rosig aus auf meinem Channel. Und ja, dann wäre der One hier schon fast beendet, ne? Hier die Fässer zerstöre ich dann halt immer noch, weil dann kann man halt auch ein paar Tränke kriegen. Der letzte ist wieder hier im Zentrum, ganz hinten. Den können wir ja sogar mal die Drachenhaut anmachen, wo wir sie gar nicht brauchen. Puh, ich heile mich tausendmal schneller, als du überhaupt Damage machst. Ja, die Karte hier hatte ich mir auch mal noch gegönnt. Braucht man aber nicht unbedingt.
Und ja, das wäre dann erstmal dieser One hier gewesen. Im nächsten Video zeige ich euch dann einmal Knob und einmal, ich denke mal, Sargon werde ich machen. Und ja, bis dahin, euer Zardas. Macht's gut.